Ja, hallo aus dem Trainingslager in Bad Hering. Der Wolle und ich begrüßen euch hier recht herzlich zum Live-Interview. ich hätte mal da ein paar Fragen an Wolle, die ich ihm gerne stellen würde. Zum Beispiel, Wolle, was hat dich am meisten gereizt, herzukommen? Ja, am meisten hat mich gereizt, dass ich wieder mit ganz vielen jungen Spielern spielen darf. Ich habe das ja in Fürth schon mal in so einer ähnlichen Art mitgemacht und ich mag es einfach, wenn ich meine Erfahrungen, die ich über die Jahre gesammelt habe, weitergeben kann. Das fand ich ganz spannend. Pascal, erzähl mal, was machst du denn so, wenn wir hier gerade mal nicht trainieren? Ist ja so viel Freizeit haben wir ja nicht, aber wenn mal Freizeit ist, wie sieht da so dein Tag aus? Also, natürlich erstmal, der Ablauf ist meistens so, dass wir morgens ganz gut aufstehen, ja, gleich um 7.30 Uhr. Dann ist es meistens so, dass wir uns gleich wiegen lassen. Ja, anschließend ist immer das Frühstück. Danach eventuell nochmal vielleicht ein Powernap von 20 Minuten. Ansonsten schauen wir ein bisschen TV und bereiten uns dann schon aufs Training vor. Ja, in Mittagspausen ist es meistens schon so, dass wir nochmal Mittagsschlaf machen. Das ist schon nochmal wichtig, weil man merkt dann schon, dass die Einheiten schon richtig an einem nagen. Und nach der zweiten Einheit, wenn dann mal Abend gegessen worden ist, dann ist es meistens so, dass wir eventuell noch eine Partie FIFA spielen mit den Jungs. Ja, da geht es auch immer heiß emotional her und ja, ich denke mal, dass das dann eigentlich schon, weil um 23 Uhr immer Bettruhe ist, dass das eigentlich schon das meiste damit gesagt worden ist. Ja gut, Herr mein lieber Wolle, wie gefällt dir das Trainingslager bisher? Das Trainingslager ist super. Ich glaube, alle ziehen bisher super mit. Wir haben im Wetter eigentlich am Anfang, war es für mich persönlich schon fast zu heiß, wenn es so heiß ist. Ja, trainiere ich eigentlich nicht so gern, aber ich glaube, das ist bei dir anders. Du magst die Sonne. Für mich ist es jetzt ein bisschen angenehmer, jetzt wo es die letzten zwei Tage ein bisschen geregnet hat, ist etwas angenehmer. Aber die Bedingungen hier sind super. Wir haben wirklich ein klasse Hotel, haben gute Trainingsplätze. Deswegen bin ich bisher rundum zufrieden mit dem Trainingslager. Also da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also ich bin auch ehrlich so, als Südländer natürlich, liebe ich das Wetter, wenn die Sonne scheint, aber jetzt gerade im Training und so ist es manchmal dann schon ein bisschen angenehmer, wenn die Feuchtigkeit ein bisschen mehr da ist, weil sonst ist es echt heftig. Ja, auch nachts zum Schlafen ist natürlich extrem, wenn da wirklich noch so eine Hitze da ist, dann erschwert das Schlafen extrem. Du hast eben gesagt, bei euch beim FIFA-Spielen geht es im heiß her, das habe ich auch schon gehört. Ich habe ja ein Zimmer, glaube ich, relativ, oder glaube ich, über euch. Da hört man es ab und zu abends, dass da der eine oder andere mal, ja, dass da mal ein Tor fällt oder ein Spiel mal nicht so ausgeht, wie man sich vorstellt. Aber mal abgesehen vom FIFA, wo denkst du denn, dass du auf dem richtigen Platz dich noch verbessern kannst? Also ganz klassische Antwort, ne? Ich sag, man ist überall verbesserungswürdig. Ja, das ist der Fall. Ja, ich denke mal jetzt hier, wir haben eine neue Mannschaft. Jeder muss versuchen, sich mit einzubringen, um sich so schnell wie möglich zu integrieren auch. Ja, ich sehe auch defensiv noch Möglichkeiten, mich zu verbessern, ja. Daran arbeite ich auch wirklich jede Trainingseinheit. Ja, und offensiv natürlich will ich mich auch verbessern, gar keine Frage. Da will ich das ein oder andere Tor mehr schießen, da ist keine Frage für mich. Und ja, natürlich würde ich dir auch gerne ein paar reinhauen im Training, aber mir ist lieber, ich hau den gegnerischen Torhütern mehr rein. Ja, also Wolle, du bist ja schon ein bisschen unser erfahrener Mann hier in Würzburg und wir haben eine gute Mischung, viele junge Spieler, wie du vorhin schon erwähnt hast, und jetzt würde ich mich dafür interessieren, so wie du siehst oder wie du das siehst, was du der Mannschaft auf jeden Fall mit auf den Weg bringen möchtest, dass wir dieses Jahr eine gute Runde spielen. Ich glaube, vieles haben wir bis jetzt schon sehr richtig gemacht. Ich glaube, wir sind wirklich in kurzer Zeit wirklich zu einer Mannschaft schon geworden. Wir verstehen uns alle super. Das ist wirklich sehr, sehr schnell gegangen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jeder will, jeder macht und tut, arbeitet hart an sich in den Einheiten. Das ist wirklich echt klasse. Und das ist so die Grundbasis, die haben wir, glaube ich, erreicht. Wo das dann in der Saison hingeht, wird man sehen. Ich hoffe, dass gerade zu den ersten Heimspielen auch ganz viele Zuschauer kommen, die uns da wirklich richtig unterstützen werden. Das macht, glaube ich, auch den Fußball aus und kann dann auch
in so Spielen in den entscheidenden Phasen auch ein ganz wichtiger Faktor sein. Ich glaube, da freuen wir uns alle drauf, dass jetzt dann endlich wieder losgeht, dass wir auch im Stadion auf dem Platz stehen dürfen vor möglichst vollem Haus. Und ich glaube, wir können schon gar nicht mehr warten, bis wieder losgeht. Skala, auf was freust du dich am meisten in dieser Saison? Also ich muss ehrlich sagen, wir haben jetzt schon wirklich ein paar Wochen miteinander zusammengewachsen, wie du es auch vorhin gesagt hast. Ich habe auf jeden Fall richtig Lust, mit dieser Truppe in diese Saison zu gehen. Ich bin auch sehr motiviert, genauso wie du mit Sicherheit. Und ich freue mich einfach richtig drauf. Ja, Würzburg ist ein geiler Club, der sich die letzten Jahre nochmal sehr positiv wieder entwickelt hat. Und ich denke, dass wir die richtige Truppe sind, die diesen Club auch nochmal erfolgreich weiterführen kann als Team. Und ja, deswegen hoffe ich auch, dass wir alle gemeinsam, damit ist nicht nur jetzt wir als Mannschaft, sondern auch wirklich ein Appell an die Fans. Das ist einfach so, weil ohne die geht gar nichts. Ohne Fans ist Fußball nichts. Und deswegen hoffen wir natürlich auch tatkräftig auf die Unterstützung von denen. Und wer weiß, was dann möglich ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Wir freuen uns vor allem aufs erste Heimspiel. Euer Skala und euer Wolle.